Ich finde ja Greifvögel faszinierend. Ja. Das sind königliche Tiere, stolz, anmutig, Symbol für Macht und Unabhängigkeit. Und vielleicht sind sie ja deswegen seit Hunderten von Jahren Symbol auf Münzen, auf Wappen und auf Flaggen. Es sind unabhängige Tiere. Man kann einen Greifvogel nicht abrichten, nicht dressieren. Er hört auch nicht auf den Namen, wenn man ihn ruft. Warum? Weil das sind Einzelgänger. Das sind völlig unabhängige Tiere und die sind einfach nicht veranlagt, auf irgendjemand anders zu hören. Umso faszinierender ist die Falknerei für mich. Denn die Falknerei, da sehe ich einige sehr interessante Parallelen zum Management. Wenn ein Falken einen Jungvogel bekommt, dann gewöhnt er den erstmal 3 Monate lang an sich. Man nennt es Abtragen, weil er buchstäblich den Vogel auf seinem Arm die ganze Zeit mit sich herumträgt. In dieser Zeit macht er eigentlich nichts anderes, als das Vertrauen des Vogels zu gewinnen. 3 Monate übrigens ist eigentlich auch die durchschnittliche Probezeit in einem Unternehmen. Und genauso wie der Falkner das Vertrauen des Vogels gewinnt und jetzt nicht den Adler darauf prüft, ob er wirklich Adler ist, ob er wirklich fliegen kann, ob er wirklich jagen kann, sollte eigentlich auch der Arbeitgeber den Buchhalter nicht darauf überprüfen, ob er rechnen kann oder den Schweißer, ob er schweißen kann, sondern es sollte die Zeit auch da genutzt werden, um Vertrauen herzustellen. Denn Vertrauen ist die Basis für all das, was nachher kommt. Nach der 3 Monaten Abtragezeit macht der Falkner etwas sehr Mutiges, was einen großen Vertrauensvorschuss benötigt. Er lässt den Vogel fliegen. Und der Vogel, der kommt nur dann zurück, wenn man ihn vorher so behandelt hat, dass er da auch einen Grund dazu hat, dass er zurückkommt. Und genauso ist es eigentlich auch mit Menschen. Genauso wenig, wie man einen Adler mikromanagen kann und nicht für ihn fliegen und nicht für ihn jagen kann, kann man auch nicht einen anderen Menschen wirklich mikromanagen. Ja. Man muss loslassen können, man muss ihm die Freiheit geben, denn nur wenn er die Freiheit hat, seiner Natur zu folgen, kann er das tun, für was er eigentlich da ist. Die Falknerei ist über 4000 Jahre alt und ich finde es faszinierend, dass man bereits seit 4000 Jahren herausgefunden hat, wie man eine Kreatur, mit der man sich nicht verständigen kann, umgehen muss und ihr Vertrauen gewinnen kann, aber sich gleichzeitig heute noch Manager und Menschen schwer tun, untereinander Vertrauen zu gewinnen, obwohl wir miteinander reden können und kommunizieren können. Und insofern finde ich die Falknerei ein ganz faszinierendes Hobby, von der man auch viel lernen kann über den Umgang mit Menschen. Wenn Ihnen meine Adler gefallen haben, dann schenken Sie uns gerne ein Like. Und wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne auf YouTube. Dann gibt es da noch mehr von dieser Art Beiträge zu sehen. Ich bin Uwe Rembohr, Interims Executive. Bleiben Sie so richtig gut.